Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Let's Play auf meinem Kanal. Und ich spiele heute wieder Blitzbrigade und stelle ein erneutes Waffenset von einem Land vor. Wie bereits erwähnt, das ist das deutsche Waffenset, beziehungsweise auch ein wenig so an Nazi angelehnt, so irgendwie, weil das dieser rote Soldat, erstens sind ja natürlich Nazis, wie der weiß, und zweitens, der rote Soldat sieht auch relativ so ein Nazi-Hauptmann irgendwie. Deswegen habe ich das einfach mal gedacht, mache ich mal so ein Waffenset da. Und ja, als Hauptwaffe habe ich mir den Pfadfinder ausgesucht, da im Zweiten Weltkrieg viele Nazis den auch tatsächlich benutzt haben. Die Waffe gibt es echt und die war im Zweiten Weltkrieg in Deutschland sehr beliebt und wurde bei den Soldaten viel benutzt. Hier sind so die Werte, ist jetzt mit der Schippe. Okay. Es ist jetzt nicht so gut, aber es ist halt eine Anfangswaffe. Ich finde den eigentlich irgendwie, keine Ahnung, macht immer Bock, so mit schlechteren Waffen zu spielen. Als zweite Waffe habe ich mir natürlich die schrille Lady ausgesucht. Dies habe ich getan, da es auch ein Revolver ist, den auch, wenn ihr euch mal Filme anguckt, von Nazis vorkommen oder welche Bücher, auch hier bei Blitzbrigade oder so, das ist immer typisch, die Nazis haben immer diesen Revolver, wirklich, es ist immer die Revolver, den gibt es auch in echt, das heißt natürlich nicht in echt die schrille Lady, aber die Nazis haben wirklich immer diese Pistole, dieser normale Griff, und dann so ein kleiner, dünner Lauf irgendwie, es ist nie so ein Revolver wie der hier, der passt dann eher zu den Händen. Der hier könnte es noch so ähnlich sein, weil der sieht so ein bisschen so aus. Das ist einfach, also auch nicht so was Exotisches wie der Wilder, aber sowas gibt es ja in echt eigentlich gar nicht. Der Wächter, das ist auch eher so alliiertes Style, so Russen oder so. Die Deutschen haben immer diese schrille Lady, das ist wirklich immer so. Hier ist noch krass, aber ist ganz in Ordnung. Auch nichts Besonderes bei den Upgrade-Levels, habe ich eh nicht auf Premium. Und als Drittwaffe habe ich einen Baseballschläger genommen, um besser zu sagen, den Zertrümmerer. Weil ich finde, die anderen Waffen haben dazu nicht so gut gepasst. Da hat der hier am besten gepasst, weil man könnte diese dämlichen Neonazis, die dann irgendwie, keine Ahnung, die greifen dann auch auf Neymar zum Baseballschläger. Das ist irgendwie so deren Lieblingswaffe, dass sie dann einfach mal entweder mit Bierflaschen werfen oder Baseballschlägern agieren. Deswegen habe ich gesagt, passt ganz gut, weil ich wollte eigentlich mehr das Set so Alt-Nazi-Style machen. Das hier auf jeden Fall, und das ist auch Alt-Nazi-Style. Also die erste und zweite Waffe, nur Drittwaffe. Habe ich nicht gedacht, was die alten so könnte hätte überlegt, nämlich sonst vielleicht noch ein Messer. Aber habe ich dann doch nicht genommen. Gucke ich einfach mal, wie ich das dann auf dem Schlachtfeld mache. Und hier sind wir auch schon auf dem Schlachtfeld. Dies ist der Pfadfinder. Ach, das ist wieder so. Normalerweise nämlich bei Fahnen erobern, wie ich das hier habe. Wirbelwind, weil ich da total schnell bin, nur jetzt will ich ja das Set vorstellen. Mein Team. Mann, ey, ich komme die ganze Zeit auf diese Scheiß-Truppe. Das macht Game Love wirklich extra. Na egal, werde ich jetzt auch mal gucken. Ich. Ach so, ja. Ja, Finder aus. Ja, doch, Pfadfinder. Der ist einfach so schnell, ne? Ich hasse das. Sanitäter mit Prototyp X eine Chance, wenn die damit umgehen können. Und das ist gerade so ein Spiel. Ich weiß nicht, muss ich auch mal gucken. Vor allem, weil ich auch nicht die besten Waffen ausgewählt habe. Also sind ja eher so Anfangswaffen insgesamt. Na, ich will jetzt jedenfalls erstmal den Pfadfinder testen. Ich hoffe, dass dies funktioniert. Dass nämlich dieser feindliche Sanitäter über den Weg läuft. Ja, da ist er schon. Nee, das ist ein Dämonierer. Und schon ist er tot. Dass es eine Anfangswaffe ist, gefällt mir der Pfadfinder tatsächlich sehr. Es macht auch mal echt Spaß, so mit Anfangswaffen. Oh nein, jetzt habe ich die Fahne auf dem Haupt. Es macht auch echt Spaß mit. Na, das war. Mit Anfangswaffen zu spielen, so damit man nochmal so ein bisschen seinen Skill auspacken kann, mache ich zwischendurch auch gerne schon. Finde ich auf jeden Fall ganz nett, jetzt dieses neue Projekt so. So Sets zu der bestimmten Landesmann vorstellen. Macht auf jeden Fall auch mal Spaß, das zu machen. Ich denke, als nächstes werde ich vielleicht mal dafür, dass ich dann umbauen kann, einen von Alliierten nicht immer Achse sein muss, weil ich bin ja sowieso
Nehme ich, glaube ich, mal das. Ich habe mal eben geguckt, das andere, aber dazu fehlen mir noch ein paar Waffen. Ich könnte sonst den blauen Kanonier nehmen, aber da bin ich so gute Waffen für, ich weiß nicht. Und dann nehme ich, glaube ich, das russische. Das wäre dann der blaue Scharfschütze. Bei Russen, so denkt man immer so Scharfschütze, so bei, also, wenn man Russen mit Krieg verbindet. Ich will jetzt auch nicht Vorurteile, ne, aber. So ein bisschen. Na, egal. Und, ja, keine Ahnung, da werde ich einen Scharfschützen nehmen. Den blauen muss ich mal gucken, welche Waffen ich dann nehme. Die ganz gut zu einem Russen passen. Apropos Scharfschütze, ich habe mir jetzt auch mal, weil die hatte auch über viel Rabatt die liebste Lisa geholt. Die ist auf jeden Fall auch geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich mache wahrscheinlich auch noch ein Review zu der. Aber egal, ich funktioniert. Guck erstmal, ob diese schrille Lady auch was machen kann. Ich bin gerade einfach schlecht, das ist einfach so, weil ich so weiter kämpfen mit den Soldaten in diesem Spiel, aber ich muss das jetzt vorstellen. Offiziell würde ich jetzt wahrscheinlich den Angerhalt oder sowas nehmen. Keine Ahnung, mit der Winslow dann oder dem Feuerboot. Da war doch einer. Irgendwo reingeglitscht. Okay, warte. Hier. Üben. Oder gar unter, ne? Und ja, den habe ich erwischt. Ich wollte eigentlich mal mit der schrillen Lady kämpfen. Mal sehen, ob das auch mal funktioniert. Ja, da ist mir schon jemand zuvor gekommen. Ich kenne mich in dieser Map einfach nicht so richtig aus. Das ist jetzt auch nicht. Eine bessere Waffe überlegen. Scheiße. Ich bin gerade so schlecht, ne? Es tut mir leid. Ich glaube, ich nehme einfach mal. Ja, wobei die Schrille Lady möchte ich jetzt schon noch ausprobieren. Das Spiel ist wirklich nicht optimal, aber hat gerade ziemlich viel gebracht und ich bin jetzt endlich mal ins Spiel reingekommen. Ich muss mich schon wieder wegmachen. Tut mir leid dafür, aber ihr könnt ja auch mal diese Waffensets ausprobieren, falls ihr die Waffen habt. Also Chipley, nee, den Pfadfinder hat auf jeden Fall jemand, jeder, der eine Angriffswaffe ist und die anderen beiden Waffen sind jetzt auch nicht teuer, die kann man sich auf jeden Fall leisten. Kann man auch mal ausprobieren, das chinesische Waffenset dagegen ist schon teurer. Muss man schon. Ihr habt gesehen, ich habe mir jetzt zwei Schüsse verpasst, ich glaube einen auf den Kopf, einen auf den Körper und der hatte noch ein bisschen weniger als sein halbes Leben. Das heißt, ich denke, einen Dämonierer kann man mit so mit 3-4 Schuss töten mit dieser. Ob es noch was reißen kann. Oder ob es eher nicht so. Alter! Ich meine, da kannst du auch nichts machen, ne? Ich wäre eigentlich selber so wie dir jetzt. Aber, ja, was willst du zu wechseln mitten in dieser Vorstellung? Meint der wird mich jetzt Spawn trippen drauf. Ich habe gar keine schlechte Idee. Halt doch mal still. Gute ist bei diesen Angriffen organisieren. Ja, der hat mich, der hat mich. Scheiße. Die Makabelüberraschung ist sowieso meine Hasswaffe. Stirbt einfach ein. Jeden den Spielspaß. Das ist einfach so kacke. Waffe so oft. Ich habe auch schon Gameloft angeschrieben in einer E-Mail. So ein paar Wünsche irgendwie so. Also jetzt nicht so Befehlsdrin, sondern so gebittet halt. Die mal gebeten, sorry. Ob die vielleicht mal ein paar Sachen ändern könnten. Darunter auch die Makabelüberraschung drosseln. Glaube ich in einem jeden Sinne fast. Der ist einfach zu schnell, ich kann ihn nicht treffen. Stehen bleiben. Ne, der ist weg. Ja, mal gucken. Das hier passt auch zu Deutschland, das Geschütz hat letztes Jahr oft.
sonst zur Not gleich auch mal nehmen, nur mit der Schrillmelde kann ich einfach nichts reißen. Da kommt der scheiß Prototyp X. Der ist viel besser, wenn man den kauft, als wenn man den im Paket findet. Wenn man den im Paket findet, ist er nicht so geil, aber wenn man den kauft, tötet er praktisch mit 1 bis 2 Schuss. Das war, glaube ich, jetzt auch ein Kunde, der gerade getroffen hat. Bitte nicht. Was? Die Nadel. Der ist einfach zu schnell unterwegs, ich krieg's nicht hin. Ich denke, das war's jetzt auch von diesem Let's Play. Ich kann diese Sachen jetzt mal ausprobieren. Es ist jetzt nicht besonders gut. Aber ist auch mal, wenn man in so einer Lobby ist, so, dass ich jetzt natürlich OP-Lobby bin. Aber wenn man in so einem Spiel ist, wo so welche mit Anfangswaffen sind, das macht mehr Spaß. Ich meine, wenn ich in einer Lobby bin, wo welche mit Anfangswaffen sind, dann komme ich auch nicht irgendwie mit der OP-Waffe an, sondern nehme ich mir auch, packe ich auch nochmal meine Anfangswaffen raus. Das macht viel mehr Spaß, da brauchst du auch Skillen. Das hat letztens hatte ich so eins, oder letztens zu weit gegriffen, das schon. Da hatte ich so eins. Ja, doch, nein. So eins und dann hat es irre Spaß gemacht, alle so Soldat, Kanonier irgendwie mit Anfangshalle oder der ersten Waffe, die man kaufen kann oder sowas, keine Ahnung. So eher so schlecht Spaß gemacht. Ich selbst habe, glaube ich, mit dem Pfadfinder auch gekämpft, mit dem blauen Soldaten. Hat irre Spaß gemacht und da kam so ein verwichster Spasti. Eine Wortwahl, aber ich hasse das echt. Da kam einfach so ein, guck, wie das jetzt zurückgeht. Mein scheiß Rang. In dieser blöden Sitzung, kacke. Oh, ich hab die Wolke freigestellt. Level 67. Es ist ein Spaß hier mit der makabren Überraschung in dieses Spiel und macht alles zunichte. Das war 27 Räuber noch mit 1 getötet hat und unnormal okay war, hab ich mir gedacht. Ja, Spaß hier mit der makabren Überraschung kann ich irgendwo. Kam ich mit dem Dämonier Q27-Räuber, der ist dann auch ganz schnell wieder weggegangen. Und dann unser Spiel davor weiterführen mit den Anfangswaffen. Da habe ich natürlich den Dämonierer jetzt auch wieder weggepackt und die Anfangswaffen genommen. Na, ich denke. Ja. Nein. Nein, ich habe noch einen Pill gerissen, wie ihr gesehen habt. Und ja, ich denke, ich beende das letzte Mal. Es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich freue mich wie immer über einen und hoffe, dass ihr weiterhin meine Videos anschauen werdet. Bis zum nächsten Mal.